damit willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Returns. Eigentlich hatten wir das doch im letzten Part hier schon gekauft, den Schlüssel. Machen wir es nochmal. So, ich habe das für euch jetzt mal rausgeschnitten. Wir haben ja eigentlich im letzten Part am Ende noch bei Cranky vorbeigeschaut, um alles freizuschalten. Aber gut, machen wir nun weiter mit 64 Geröll, Gerumpel. Und es sind nicht mehr viele Level. Jetzt noch zwei Level. Und im nächsten Part nur noch ein einziges Level und dann das K-Level. Das heißt, im nächsten Part gibt es wieder Fails. Und wenn es wieder mindestens genauso schwer ist wie im, beim letzten K-Level, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig dolle drauf. Ne? Ja, weniger, aber... Ey, hallo? Okay. Okay, was war da gerade los? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es jetzt hier losgehen. Ich muss noch die normalen Level jetzt hier genießen. Die muss ich jetzt sowas von genießen. Obwohl, was ist das da für eine Stachelkugel? Das gefällt mir schon mal jetzt schon mal gar nicht. Gehen wir mal hier hoch. Aber es gibt... Warte, ist da unten ein Bonuslevel? Nein. Hätte sein können, dass es da reingeht. Das sah so merkwürdig aus. Ich habe meinen Schreibtisch umgebaut. Ich muss noch mit den neuen Gegebenheiten hier klarkommen. Ich habe gerade beim Schütteln bin ich gegen das Mikro gekommen. Falls man das vielleicht gesehen hat. So, sonst ist hier oben nichts. Auch nicht oben links. Nein, auch nicht? Okay, das wollte ich wenigstens auch nochmal überprüft haben. Weil hätte ja sein können. So, jetzt müssen wir nochmal hier hoch. Zack. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. Was ist das? Es geht nach unten. Ah ne, ich muss jetzt hier stampfen. Alles klar. Aha. Okay, und jetzt kann ich hier weiter. Okay, gut. Die Kugel fliegt da weiter und ich muss da oben hin. Da ist ein Bonuslevel oder sowas in der Art. Aber warum ist hier so eine fröhliche Musik? Und ich muss... Nein! Egal, egal. Ich schaffe es noch hier hoch. Danke, 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 danke. Ich habe zwar Diddy verloren, aber irgendwie habe ich es hier noch hingeschafft. Weil irgendwie war das mit dem Gegner jetzt ein bisschen doof. So, gut. Dieses Bonuslevel. Gucken wir mal, was draus wird. Hier ist es vielleicht ganz gut, erstmal oben zu machen. Ja gut, die eine Banane lasse ich jetzt da, dass man sich dann von oben nach unten durcharbeiten kann. Problem an der Sache ist, dass ich jetzt noch eine ganze Menge vor mir habe. Kommt das hier dann? Ja doch, das passt, das passt. Sehr gut. So, noch 7, fast 8 Sekunden Zeit. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Panik gemacht, als es hätte sein gemusst. Ist in Ordnung so, ist in Ordnung so. Aber Problem ist halt, dass ich jetzt kein Diddy mehr habe. Und hier kommen andauernd Stahlkugeln runter. Ich will kurz gucken, ob hier was ist. Kann ja auch mal sein. Auch lieber die Bananen dann einsammeln. Wie viele Puzzleteile haben wir hier? 7 Stück, alles klar. Jetzt hier gutes Timing. Das war kein gutes Timing. Was soll denn das jetzt hier? Ah! Stimmt, diese gehen ja hier so hoch. Ja, da ist Diddy, da ist Diddy. Da ist meine Rettung. Und hier ist ein Puzzleteil, ja moin. Okay, da ist Diddy, meine Rettung. Also schnell hier rauf. Und zack. So, vielleicht muss ich da runter und die Banane einsammeln? Vielleicht? Nee. Gut, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Hier auch aufpassen. Also man merkt, dass man hier jetzt schon weit fortgeschritten im Spiel ist. Es ist nicht mehr so einfach wie noch am Anfang. Na gut, das ist ja eh klar, aber es ist halt so gar nicht mehr einfach. So, was ist hier? Ein Herz? Auch das Herzen gibt es auch noch. Das ist aber sehr freundlich. Immer Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Zack. Weiter geht es. Da ist vielleicht ein Puzzleteil. Ja, da ist ein Puzzleteil. Weil das so schwer zu bekommen war durch die ganzen Kugeln. Und wir haben die große Kugel im Hintergrund. Das gefällt mir so nicht, dass da eine große Kugel ist. Mach mal deinen Kopf hoch. Mach mal deinen Kopf hoch. Ich brauch dich mal. Kopf hoch. Kopf hoch. Der macht das nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal hier runter. Du musst mich erstmal sehen. Nee. Jetzt. Jetzt. Und dann kann ich nämlich hier rauf. Sehr gut. Und ich besiege ich dann direkt im Anschluss. So, gut. Dann, oh, es ist richtig cool gemacht, wie das auch alles aus dem Hintergrund hier und so halt rauskommt. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Da könnte ein Puzzleteil sein? Nein, da ist eine Münze. Kann ich überall so ein Puzzleteil irgendwie in solchen schwierigen Stellen sein, ist ja klar. Man hat doch ein bisschen dann die Hoffnung. Okay, mit Diddy ist das hier alles schon deutlich einfacher, weil man mit Diddy noch ein bisschen in der Luft sein kann. So, das haben wir weg. Bananen hier einsammeln. Oh, das könnte auch, aber trotzdem auch wieder ein Puzzleteil sein. Weil man dafür erstmal hier verweilen muss. Okay, haben wir. Sehr gut, ohne gehittet zu werden. Aber was ist denn das hier zu fieses? Problem ist halt, wenn man runterfällt, dann ist man so
Tor tot. Das mache ich hier erst gar nicht mit. Okay, hier würde es auch notfalls einen neuen Diddy geben. Die Entwickler sind dann doch noch sehr freundlich. Jetzt habe ich mich hier treffen lassen. Oh, na toll. Warte, da gab es ja einen neuen Diddy. Wie machen wir das? Jetzt eine Rolle und dann hier rein und rüber hier. Sehr gut. Okay, da unten ist auf jeden Fall was. Das sieht man. Aber es könnte sein, dass es da weitergeht, weil hier das Ende ist. Ich glaube, da drüben geht es weiter. Also da, da unten. So, dich hier weg. Und dann kurz mal hier alles zerstampfen. Zack. Ja, genau. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier links ist nichts. Boah, bei so einem schweren Level will ich aber auch nichts verpassen, weil die Motivation ist da jetzt nicht so ganz da, dass ich das dann nochmal machen muss hier. Für Puzzleteile. Aber die Möglichkeit besteht nach wie vor. Okay, hier ist was. Nice. 5 von 7. Aber wir sind bisher gar nicht mal so schlecht dran. Es fehlt noch das G und 2 Puzzleteile. Das könnte normal sein. Das könnte aber auch heißen, dass ich schon eins ausgelassen habe. Das kann sein. Boah, nee. Da habe ich falsches Timing erwischt. Ist aber nicht so schlimm. Hier, Checkpoint. Okay. Da kann man, glaube ich, nur rüberspringen. Ich dachte, ich muss da so eine kleine Lücke nutzen. Achso, da kommt eine Lücke dann irgendwann mal raus. Okay, alles klar. So, ja, du willst hier deinen Kopf ausstrecken. Mach nochmal. Ne, dann halt nicht. So, tschüss. Oh, Leben sind auch sehr, sehr wichtig. Gerade beim K-Level, was wir am nächsten Part da machen. Ja, da bin ich schon gespannt, wie viel Herzen wir dann da verlieren werden. Und wie viel Leben vor allen Dingen. Ja, was ist denn das jetzt hier? Ich habe doch keine Pause hier. Jetzt habe ich kurz Pause. Das ist nur eine Münze. Was soll denn das? Ach, klar. Klar, ich wollte keine Rolle machen. Oh, gut, dass ich das jetzt überlebt habe. Puzzleteil, alles klar. Sammle das ein. Ja, das Problem war, dass halt ich jetzt keine Rolle machen wollte, sondern stampfen. Aber das Stampfen und Rolle ist halt dasselbe. Oder dieselbe Belegung auf der Wii-Fernbedienung. Okay, wir haben keinen Diddy mehr und nur noch ein einziges Herz. Belastend. Aber hält uns jetzt hier nicht auf. Okay, es kommen 2 Steine runter und dann hat man kurz Zeit hier rüber. Boah, wie knapp das ist. Ah, jetzt kommen ja 2 Steine. Okay, ist nicht so schlimm. Wir haben das G. Und der wurde zermatscht. Ist in Ordnung. Ein Puzzleteil noch. Richtig? Ja. Yep. So, wie soll ich denn das da jetzt machen? Okay, da ist ab und zu mal eine kleine Pause, oder? Boah, nee, da ist doch gar keine Pause. Doch, da war jetzt eine kleine Pause. Diesen Moment muss ich irgendwie abpassen. Jetzt. Nein. Okay, wo war der Checkpoint, der letzte? Ach, der war hier. Ja gut, das ist, glaube ich, nicht ganz so weit weg. Das ist, glaube ich, nicht... Ja, genau, das ist nicht so weit weg. Machen wir jetzt noch gemeinsam, natürlich. Stein tue ich da jetzt nicht. Nur wenn ich jetzt nochmal... Auch mal häufiger Fehler. Gut, was mache ich denn das? Puzzleteile gibt es... Oh, ich bin wieder auf denselben Fehler drauf eingefallen. Puzzleteile gibt es ja so lange nicht, bis ich überhaupt wieder an einer neuen Stelle bin. Aber ich bin noch zuversichtlich, dass wir noch das letzte Puzzleteil kriegen. Da bin ich so wirklich noch zuversichtlich. Aber Problem ist halt wirklich, dass ich jetzt wieder nur ein halbes Herz habe. So, jetzt kurz warten. Diesmal nicht auf Risiko gehen. So, hier. Und zack, haben wir dich. Warum gibt es hier eigentlich kein Herz drin? Und wieder das hier. Ich weiß nicht, woran man erkennt, wann mal eine längere Pause ist. Ich mach's jetzt. Hier rein. Ja. Nein! Ich bin so dumm. Ah, oh, das ist doch... Nein, das ist natürlich ärgerlich. Gut, wir sehen uns an der Stelle mal wieder. Nein. Gut, jetzt kann ich gleich hier hin. Oh, wieder nur mit einem Herz. Komm, ich gehe jetzt hier gleich... Wow. Ei. So, ich warte jetzt hier kurz. Auf den richtigen Moment und jetzt. Oh mein Gott. Aber es ist noch nicht vorbei. Ey, guckt euch den Hintergrund an. Das ist eine Krake im Fossil. Im Felsgestein, meine ich. Vielleicht ist das ein Fossil. Sowas kommt jetzt hier runter. Oh, das ist nicht euer Ernst. Muss ich jetzt... Muss ich vielleicht nach rechts? Ich glaube, unten geht's weiter. Ich gehe mal hier rechts hin. Da ist vielleicht das letzte Puzzleteil. Oder? Nein, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Nein, da ist das Ziel. Ich dachte, unten ist das Ziel.
Egal, egal. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin. Ohne zu sterben. Dann einfach hier, zack. Ah, okay. Das letzte Puzzleteil haben wir. Nice. Dann haben wir hier alles gesammelt. So, jetzt hier hoch, sehr schön. Und jetzt irgendwie den Sprung schaffen, sehr gut. Okay. Ah, schade, schade, schade. Das hat nicht funktioniert da, aber ist nicht so schlimm. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, sehr schön. Wir haben alles bekommen. So soll es bitte weitergehen. Ich brauche das Level nicht nochmal machen. Schön, 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 schön. Dann gehen wir direkt zum freischalteten Level. Das war hier 6-4, genau. Und jetzt 6-5. Gefahr auf dem Plateau. Oh, Gefahr, Gefahr. Das ist natürlich... Gefahren sind jetzt nicht so schön. Aber, gut, was soll ich machen? Was soll ich machen? Sind das da unten? Nein, das sind keine Schienen. Ich habe kurz an Schienen gedacht, aber ein Glück nicht. Schienen hätte ich jetzt sehr weniger Lust. Da oben geht's rein. Das sieht man. Da brauche ich dich für. Rambi? Rambi! Alles klar, Rambi! Okay, geht's vielleicht hier links rein? Nein. Aber warum war Rambi jetzt so versteckt? Wie kann ich absteigen mit ZR? Weil hier will ich reingucken. Aha, Puzzleteil 1 von 5. Es gibt nur 5 Stück. Also trotzdem Augen aufhalten. Okay, kann ich das zerstören zufällig? Mit Rambi? Kann ich. Aber wie soll ich an das K rankommen? So? Yep, sehr schön. Okay. Oh, sehr gut. Das wird von alleine zerstört. Ich glaube, Rambi ist hier so ein kleiner Cheat-Modus. Kann das sein? Eigentlich ist das Level so gedacht, dass man das ohne Rambi macht. Aber für die, die halt sich gut umgucken, die können halt Rambi nehmen, die halt Rambi finden. So würde ich mal schätzen. Ich warte da kurz. Und jetzt. So, zack. Ruhig alle Steine immer zerstören. Kann immer mal was da sein. So, sehr schön. Hier ist nichts drin. Ich kann mir auch gut vorstellen, man muss Rambi bis zum Ende behalten. Für irgendein Puzzleteil, was es am Ende dann gibt. Weil anscheinend ist ja hier jetzt zumindest beim Checkpoint kein weiterer Rambi, würde ich mal schätzen. Obwohl. Nee, hier ist kein Rambi, hier ist ein Bonus-Level. Das heißt, es gibt hier kein Rambi. Bedeutet, weil ich jetzt hier storm oder halt Rambi. Was ist denn ein neues Bonus-Level? Okay. Neues Bonus-Level? Ich muss mal jetzt ganz schnell nach oben. Braucht die 2 Leben. So, zack. Muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil es halt ein neues Bonus-Level ist. Oh nein. Yes, yes. Oh, das war knapp, das war knapp. Okay. Also, wie gesagt, Rambi muss man behalten, damit man hier ans Puzzleteil rankommt. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Okay. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Komm, mach mal richtig hier. Ich gehe nochmal kurz zurück, um zu sehen, wo ich überhaupt... Ah, ich bin jetzt hier oben. Ah, okay. Fies wäre, wenn hier jetzt ein Puzzleteil wäre. Ist aber nicht. Im Hintergrund ist ein Fass. Was hat dieses Hintergrundfass zu bedeuten? Gut, wie gesagt, links ist nichts mehr. Gehen wir mal weiter. Ich finde es cool, wie auch die ganzen Knochen hier sich bewegen. Warum ist da ein... Wie komme ich an das Fass ran? Muss ich erstmal hier irgendwas machen? Wahrscheinlich. Machen wir mal. Boah, da reicht nur ein einziges Mal aus. Zustampfen. Okay. Okay. Aha, dann geht's in den Hintergrund. Gut zu wissen. Mal kurz absteigen. Und hier pusten. Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 3. Sehr gut. Ich glaube, bisher haben wir alles. Und jetzt, aha. 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 Das bricht hier alles nach und nach zusammen. Mit Schütteln kann ich so ein bisschen schneller vorankommen. Bin ich aber halt auch ein bisschen unpräzise dann. Muss man halt wissen, ob das halt was Gutes für einen ist oder nicht. So ein Herz brauche ich nicht. Die 2 Bananen, ja, die nehme ich mit. Kurz gucken, ist hier links unten irgendwas? Nein. Jetzt brauche ich das N. Sehr gut. Und das ist jetzt natürlich eher nicht so gut. Aber kriegen wir noch hin. Was? Oh, kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Gut, jetzt ist Rambi Geschichte. Ich hoffe, am Ende gibt es kein Puzzleteil, wo ich noch am Ende dann Rambi brauche. Das wäre sehr fies. Würde ich allerdings den Entwicklern zutrauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, der Weg ist nicht weit. Machen wir das Ganze jetzt auch nochmal mit DK ohne Rambi. Damit ihr auch mal seht, wie das jetzt ohne Rambi vonstatten geht.
Ah, und da reicht auch nur einmal Schütteln aus. Okay, sehr gut. So. Dann jetzt hier ohne Rambi. Das heißt trotzdem Beeilung. Das ist natürlich ohne Rambi. Meiden schwieriger. Gerade dann auch das O zu... Das ist ja wirklich jetzt deutlich schwieriger. Okay, also Beeilung jetzt. Beeilung. Dass ich auch kein Diddy habe, heißt ja auch, dass ich jetzt nicht so schön rollen kann. Ich konnte jetzt diesen Lauf da jetzt nicht abbrechen. Ich habe nach links gedrückt, aber dadurch, dass ich immer von einem Gegner auf den anderen gesprungen bin, konnte ich das gerade wirklich nicht abbrechen. Ja, moin. Okay, dann nochmal neu. Schön. Achtung. Ah, dass die halt dann auch so plötzlich hier, sag ich mal, spawnen. Oh, ich habe das O. Ich habe das O. Ich habe jetzt nicht mit dem O gerechnet, aber ich bin trotzdem zu. Ey, wie fies ist denn das denn ohne Rambi, ohne Diddy? Oh. Okay, neuer Versuch. Rollen. Ja, manchmal mache ich eine Rolle, aber... Dicke macht dann keine. Und hier bin ich mal wieder zu langsam. Es ist eine schwierige Stelle. Echt eine schwierige Stelle. Okay, rollen. Springen. Roll. Ah, Mann. Und jetzt bleibe ich da halt so hängen. Aber ich habe das. Ich habe trotzdem das O. Und jetzt auf den Gegner. Nein. Rambi, wo bist du? Ich brauche dich. Ah, nee. Da bin ich mal wieder zu langsam. Ah, nee. Ich muss das O in einem Zug irgendwie kriegen. Ich weiß aber nicht, wie ich das bisher immer gemacht habe. So, Rolle. Und... Ja, egal. Rolle. Ich bin dran vorbeigesprungen. Na toll. So, Rolle. Die erste Rolle ist sehr, sehr wichtig. So. Und... Haben wir... Aber Rolle, Rolle, Rolle. Nein, nein, nein. Ich bin trotzdem immer am Ende zu langsam. Okay, das ist ein guter Versuch. Das ist... Okay, hier habe ich anscheinend Zeit. Hier habe ich Zeit. Hier habe ich Zeit. Oh mein Gott. Ein cooles Rätsel. Oder coole Steine hier. So ein Pendel-Experiment. Okay. Hier waren wir mit Rambi auch schon. Wo bin ich mit Rambi gestorben? Hier beim N bin ich, glaube ich, gestorben. Kann das sein? Oh mein Gott. Nehmen und gleich weiter. Und da ist, ich bin vorm Checkpoint gestorben. Vorm Checkpoint. Ja, puste doch in die richtige Richtung. Puste in die richtige Richtung. Danke. So, und hier noch einmal stampfen. Herz, ja gut. Oh nein, ich dachte, das geht weiter nach links. Ich wusste nicht, dass es da schon umdreht. Boah, ich verliere hier schon meine ganzen Leben. Obwohl ich die alle noch im K-Level brauche. Ja, sagen wir's. Wie soll das funktionieren? Sagen wir es mal so. Ich kann mir ja notfalls auch Leben kaufen. Ich habe ja sehr viele Münzen. Wow, wow, wow. Eigentlich habe ich eine Rolle gemacht. Aber ich glaube, hier komme ich auch nur mit einer Rolle weiter. Kann das sein? Ja, genau. Alles klar, da hinten ist schon das Ziel. Wie viel... Jetzt fehlen mir noch zwei Puzzleteile sogar noch. Ach du Heilige. So, hier Anspannung pur. Nein, egal. Nee, doch nicht, egal. Aber okay, gut zu wissen, eben der Stein ganz links. Der Stein ganz links, der ist nicht runtergebrochen, weil ich nur auf den Gegner gesprungen bin. Auf den Gegner springen ist zählt nicht als die Plattform betreten. Das ist gut zu wissen. Okay, jetzt machen wir es halt so. Okay, okay. Das geht, das geht, das geht. Sehr schön. Ja, gut. Was kommt jetzt hier noch? Hier brauche ich Rambi. Ernsthaft? Ich brauche tatsächlich Rambi bis zum Ende. Und da hinten ist bestimmt ein Puzzleteil. Man sieht zwar nicht, aber das ist bestimmt ein Puzzleteil. Was ist denn das jetzt hier? Krankes Zeug. Hier alle Bananen einsammeln? Ich weiß es nicht. Oh, da gibt es auf jeden Fall was für. Das kann also sein, dass auch diese Bananen einzusammeln ein Puzzleteil wert ist. Boah, aber das ist natürlich nicht gerade einfach. Das ist echt nicht gerade einfach. So, wir machen das weiterhin. Auch wenn es dafür nichts gibt, es kann sein, dass hier noch ein Puzzleteil... Es fehlt halt noch eins und da vorne wissen wir, da ist das Ziel. Also, ich kann mir da wirklich sehr gut vorstellen, dass es hierfür ein Puzzleteil gibt. Herz, alles klar. Okay, nice. Münze, ah. Gib mir doch mal jetzt das Puzzleteil. Ich habe das Puzzleteil sowas von verdient. Na, wieder eine Münze. Das dreht sich, glaube ich, hier schneller, kann das sein? Puzzleteil, Puzzleteil. Ja! Immerhin das.
Also wir wissen auch, wo das letzte Puzzleteil ist. Ich muss das Ganze nur nochmal mit Rambi machen. Ja, das heißt, direkt von Anfang an jetzt Rambi nehmen und durch das Level durch. Das machen wir gemeinsam, weil es ist halt nochmal eine Schwierigkeit, mit Rambi komplett durchzukommen. Beziehungsweise, wir machen ab, ich schneide bis zum N das alles raus, weil das kennen wir ja schon mit Rambi. Das haben wir ja mit Rambi schon gemeinsam gemacht. Genau, machen wir so. Beziehungsweise, ich würde tatsächlich mal hier anfangen, weil die Stelle halt da trotzdem sehr schwierig ist. Okay, dann let's go. Da bin ich ja auch gestorben. Gut, ich brauche jetzt keine Kombustaben einsammeln. Das ist das Positive daran. Und ich kann hier einfach jetzt durchrennen, durchrennen, durchrennen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss halt auch beachten, ich kann zwar mit Diddy, Jetpack verwenden. Allerdings nicht so dolle wie ohne Rambi. Nur ganz kurz immer. So, jetzt sind wir hier. Alles klar, da waren wir mit Rambi auch schon. Und hier ist das N. Aber ich brauche das, wie gesagt, alles nicht nochmal einsammeln. Da können wir schon mal weitermachen. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt sterbe, ist Rambi weg. Und ich müsste dann nochmal das Level verlassen. Weil das Problem an der Sache ist dann, ich muss ja wieder zum Anfang des Levels zurück. Okay, okay. So, passt, passt. Jetzt ein bisschen Concentration. Und dann kriegen wir das alles ganz geschmeidig hin. Ganz geschmeidig kriegen wir das hin. Ey, da sind wir doch jetzt schon, oder? Das war doch hier. Ja, das war hier. Nice, 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 nice. Also war doch einfacher als gedacht. Gut, man merkt da jetzt insgesamt so oder so den Unterschied, wie viel leichter es mit Rambi ist. Ich kann sogar diese... Okay, die brennenden Dinger kann ich nicht wegmachen, aber die anderen kann ich wegmachen. Ist sehr interessant. So, das heißt, hier kurz abwarten, dann durch da, durch da, durch da. Und hier versuche ich jetzt das DK zu treffen, weil vielleicht kriege ich mit etwas Glück Leben. Ah, nur Bananen. Aber Bananen sind auch wichtig für Leben, also von daher... Im nächsten Part geht's richtig toll ab und ich habe Angst. Ich habe echt Angst davor. Ich muss auch mal kurz gucken. Ich will nämlich den nächsten Part direkt im Anschluss aufnehmen. Ja, aktuell habe ich noch Zeit, aber jedenfalls mache ich einen Cut oder so. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.